So, Freunde Spartas, willkommen zurück. Neue Runde, neues Glück. Schauen wir doch mal. Ja, was steht an? Frankreich natürlich komplett erobern, wenn es so einfach wäre. Also das zukünftige Frankreich, also diesen heutigen französischen Raum, so nenne ich ihn mal. Das steht an, da müssten wir aber natürlich Rom erstmal den Krieg erklären. Ich hoffe, sie übernehmen das. So, jetzt ist mein Frosch auch immer erstmal raus aus dem Hals. Den habe ich jetzt schon eine ganze Weile mit mir rumgeschleppt. Also, schauen wir doch mal. Jetzt wollen die Römer da. Die laufen jetzt da die ganze Zeit rum. Können aber nicht angreifen, wenn sie im Gewaltmarschmodus sind. Bin mal gespannt jetzt. Ob wir uns da verteidigen müssen noch. Ob die jetzt wirklich zum großen Schlag ausholen, die Römer. Könnte ich mir vorstellen. Eure Weisheit ist bekannt. Und selbst Athene würde die Notwendigkeit eines Angriffs auf... Nein. Es stimmt mich traurig, dass Athene euch nicht mit der Weisheit gesegnet hat. Ich habe jetzt keine Lust auf andere großzügigen Angebots. Andere Kriegsziele als die ich mir vorgenommen habe. Rom ist das erste. Also sprich das heutige Frankreich, da muss ich mir mal noch überlegen, ob ich das mache. Bin jetzt gerade am überlegen, oder ob wir vielleicht nicht einfach mal unsere Einheiten auch hier runter ein bisschen ziehen, weil die Nabatäer tierisch durchdrehen hier unten. Weil die kommen mir jetzt schon gefährlich nah hier an Gebiete. Schaut mal. Die jetzt auch schon wieder eng zu unserem Kreis hören. Und wenn ich jetzt nicht reagiere und da Einheiten hinschicke, kommen die nie an. Weil wenn ich warte jetzt 5 Runden, bis die Gebäude gebaut sind, mit denen ich dort Einheiten ausheben kann, und dann nochmal 7 Runden brauche, bis eine Armee steht, ist da, glaube ich, zu spät. Rebellion bevorstehen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Baubericht, Eigenschaften, Quartiermeister, okay. Besorgte Bevölkerung in Kamanien, in Herkynien, in Galatia. Okay. Wie sieht's aus? Wir lassen mal... Zu euren Dienst. Gefallen mir die Jungs hier? Die gefallen mir ja nicht sehr gut. Die können wir mal ein bisschen ausbilden. Also, die sind im Gewaltmarschmodus. Das ist eine gute Armee. Die Feuer des Hephaistos. Der General ist aber unerfahren. Wie sieht's mit denen aus? In welche Richtung ziehen die? Die sehen schon besser aus. Ares Schrecken. Okay. Ich weiß nicht, wie lange sie brauchen. Wir werden sehen. Ein paar Runden werden es sein. Lässt sich gar nicht angeben hier. Warum nicht? Weil sie gerade gezogen sind, oder was? Oder hierhin? Ah, da. Da oben sehe ich es doch. Hier. Bis hier geht er. Bis hier zieht er. Okay, alles klar. Also, Ares Schrecken ist auf dem Weg. Dann können wir die Feuer des Hephaistos. Ja, eine lasse ich mal lieber hier zum Verteidigen. Weil ich glaube, Rom ist ein bisschen gierig jetzt. Weil die kommen, glaube ich, demnächst. Die Feuer des Hephaistos, kann ich denen nicht mal ihr Gewaltmarsch wegnehmen? Nee. Jetzt stehen sie eh in Besanzio, da sind sie ja relativ sicher. Da gibt es ja keinen Hinterhalt. So. Ich will in meine Stadt rein. So, aufpassen vor denen hier. Ich mache jetzt hier zu. Also, defensiv. Ich habe zwar überlegt, mir Frankreich zu holen, aber ich glaube, Rom geht jetzt eh zum Angriff über. Dann brauchen wir uns nicht bemühen, da Kriege vom Zaun zu brechen. Ansonsten habe ich jetzt auch wieder bei meiner Reputation, ihr kennt das, dann bin ich wieder der nicht vertrauenswürdige. So, das ist Ares Schrecken, die sind unterwegs, in Ordnung. Die beiden wollte ich ausbauen in Tufilufilurum. Brauche ich nicht, kann ich noch machen, werde ich auch tun. Diese Einheit von Tulifudum macht sich ebenfalls auf den Weg. So. Die kommen zwar nicht ganz an, aber
Wir haben ja davon, wenn die sich auf den Weg machen, als wenn wir das, die nächsten, die auch. Ich glaube, die Nabatäer, die brauchen jetzt einfach mal, volle Breitseite. Bin gespannt. Ich erwarte eure Befehle. Hier kann man nichts rekrutieren, leider. Zumindest nichts Sinnvolles, deswegen. Wenn wir hier schon nichts rekrutieren, dann kann ich den ja, auflösen. Ja, dann kann ich lieber einen hier rekrutieren. Wo ich auch weiß, hier kriege ich meine Einheiten, die ich brauche. Ah, stimmt. Was haben wir denn hier? Stellt Garnison bereit, tarantinische Kavallerie. Moment, ich guck mal gerade. Wir heben mal einen Vermächtnis wieder einsetzen. 2, 3, 5. Ares Terror. Zu euren Dienst. Was kann der hier bauen? Das, das, das. Und zwar... Pikiniere, Speere, Speerträger. Ich gucke jetzt einfach mal in die Enzyklopädie. Weisheit ist mehr als Gold. Ihr tut gut daran, die Enzyklopädie zu konsultieren. Ja, danke schön. Ja, endlich dieses Rätselraten aufhört. Tech-Einheiten. Rom, Sparta. Wo haben wir denn Sparta? Das wird spannend. Angriffstiere? Nee. Nach Klasse sortieren. Nahkampf. Befestigte Elefanten. Ja, wie kann ich denn... Ja, ist ja Blödsinn. Ich wollte nach Fraktion, ja. So. Es sind jetzt 4 Einheiten aufgeführt. Das kann ja nicht alles gewesen sein. Ah, hier geht's runter. Geschossträne. Königliche Spartaner. Periökische Peltasten. Peltasten. Ich will die Helotenbogenschützen. Also, die kommen aus dem Periökenlager und das Periökenlager kommt aus dem Ausbildungs-, aus dem Musterungsfeld. Na, haben wir's doch. Endlich. Das Musterungsfeld ist es. Also, Ausbildung, Musterung. Katastrophe. Periökenlager. Macht ja Sinn, weil es Periöken-Bogenschützen sind. Okay. Haben wir es endlich hinter uns gebracht. Meine Güte. Aufwendig ohne Ende. So, ansonsten, wir wollen noch Einheiten rekrutieren. Warum geht denn das wieder nicht? Kommandant? Jetzt geht's. 2. Dem Volke zu dienen ist eine große und glorreiche Sache. Da haben wir noch 5 Plätze frei für die Bogenschützen von mir aus. Ihr Hunger nach so. Einer Schlacht. Hier ist alles minus öffentliche Ordnung, aber das könnten wir ja dann auch wieder... zerschlagen. Wer ist denn das? Na, Gott sei Dank haben wir jemanden hier. Bereit zum Kampf. Die könnten auch schon längst da sein, ne? Wo wollen die denn hin? Ach so. Der Sturz wird zurückgelassen. So, und rein da. Zu euren Diensten. Da bin ich. Man müsste sie umbenennen können, ne? Dann wüsste man genau, Verteidigungsarmee oder so. Verteidigung 1. Okay. Gut, haben wir das auch. Jetzt müssen wir warten, bis die da unten ankommen. Alles andere macht keinen Sinn. Was haben wir denn hier gebaut? Oder was wollten wir bauen? Das Musterungsfeld? Ausbildungsfeld haben wir hier gebaut. Ja, dann bauen wir auch das Musterungsfeld. Und, boah. Tarsus. Ja, ist alles wieder kaputt gemacht hier. Toll. Was haben wir denn hier? Meister Schießstand. Blödsinn. Na? Geht gar nicht. Geht nicht. Stropodin. Katastrophe. 10 Runden dauert das hier.
Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. So, dann gehen wir mal rüber. Gucken nochmal hier rein, bevor wir die Runde beenden. Stehen hier auch immer in der Wüste. Kein Wunder, dass wir so schwach sind. Hier geht's auch ein bisschen vorwärts. Irgendwo wollte ich ja hier auch nochmal was ausbauen. Hier. Ah, haben wir's doch. Alles klar. Aufpassen, was die Römer vorhaben. Die marschieren hier querfeldein. Bei mir. Finde ich nicht richtig. Was glauben die eigentlich, wer sie sind? Rom. Rom. Als gäb's die. So. Mein Volk ist in Gefahr. Könnt ihr euch nicht mit uns zusammenschließen und diese Hunde angreifen? Die Rugier, mit wem sind die dann? Oh, nee. Nee. Kein Bock. Bin froh, dass da oben mal ein bisschen Ruhe ist jetzt. Ihr seid ehrenhaft, würdig und stark. Oh ja. Und nur ich finde euch cool da oben. Lasst euch mal da auf der Insel. Lasst mich mal in Ruhe. Ich habe nämlich jetzt so den Master. Wer kommt denn jetzt noch da angeschossen? Zypern und Co. Guck, jetzt kommen die wieder die ganze Zeit mit ihren Agenten und meucheln und machen was ich was. Wahnsinn. Also das ist ein kriegerisches Pack. Das gibt's nicht. Wo sind die eigentlich, die Masse? Yo, die Nabatea. Ah, ja. Mein neuer Angstgegner. Ich hoffe mal, hab noch ein bisschen Zeit, bis ich meine Armeen da runtergezogen hab mal wieder. Oh Gott. Brennt ja schon wieder alles. Das heißt, ich habe eben das Geld ausgegeben. Das können wenn das ist jetzt weg, oder? Ich gehe mal jetzt in Tarsus und guck mal. Aber das wäre ja total, das ist total widerlich, weil du... Wie willst du denn das regeln? So. Wird meine Sommergrippe auch nicht mehr los, glaube ich. Störung, Vermina. Rebellion, Oxidorum, sabotieren. Gottes Willen. Es geht wieder los. Das heißt, wenn viele Anzeigen sind, heißt meistens ist es nicht ruhig, sondern es geht vorwärts. Es geht wieder mal steil vorwärts. So. Ja, Tolosa kann ja machen, was sie wollen. Können steht euch zur Verfügung. Schneller als Hermes. Ein bisschen gucken hier. Ein bisschen erforschen. So, Masaya bleibe ich stehen. Hier bleibe ich stehen. Da kann ich mal kurz draufhauen, bevor die wirklich rebellieren. In Bewegung! Hoffentlich wird mir das nicht zum Verhängnis. Rebellion am besten immer gleich niederschlagen. Und jetzt ist nämlich Medlan kurz frei. Wie sieht's denn aus hier mit der Ordnung? Plus 30. Können wir ein bisschen Nahrung pushen. So, wo wollen die denn eigentlich hin hier? Okay, hier bauen wir ja auch aus. Was bauen wir denn hier eigentlich hier aus? Für einen Quatsch. Alles abreißen. Was kommt hier noch? Königliche Gesellen. Die können wir behalten, ja. Dann mache ich hier auch wieder so ein Musterungsfeld. Musterungsfeld, genau. Okay, was haben wir hier? Musterungsfeld und Monument des Leonidas. Sonst kriegen wir auch keine königlichen Spartaner irgendwo anders. Brauchen wir Pferde. Mit Geschossen. Wollte eigentlich hier dann noch Dinger bauen, aber brauche ich ja nicht. Ich kann ja auch hier so machen. Also. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich brauche ja jetzt da keine... Unbedingt die Bogenschützen. Das können ja auch die Tarantinen übernehmen. Also die Kavallerie, die dann schießt. Okay, haben wir das auch? Sehr gut. Auch wieder ein bisschen Erfahrung für die Gruppe hier. Ja, wir müssen das alles niederschlagen, ansonsten haben wir da schnell unsere Sorgen. Dann geht der Aufstand wieder los. Gucken wir mal rein, wo war denn noch Rebellion? Da haben wir ja niedergeschlagen, die Rebellion, die bei
Wie hieß es gleich? Octodorum war, das haben wir hinter uns gebracht. Jetzt schauen wir nochmal hier. Persepolis ist so wunderschön und ruhig auch. Kommandant! Ja, da komme ich wieder nicht ran. Klasse. Habe ich nicht mal irgendwas mit Reichweite? Patrouille überfallen, nee. Manipulation zwingen. Chance, feindlichen Agenten auszuweichen, das ist gut. Nee, die Reparation bleibt einfach nur stehen, solange die da aktiv sind. Sonst passiert hier nichts. Ich erhöhe auch mal die Garnison in Pura. Okay. Ein bisschen Hoffnung. Können wir das hier sogar noch verteidigen? Ich erwarte eure Befehle. Gibt es überhaupt noch Einheiten? Ja, wir nehmen die mal mit hier. Kämpft mit uns. Kostet ja jetzt nichts. Machen wir es halt vollzählig, 20 Mann. Mein Gott. Hauptsache, wir können uns verteidigen. Das gleiche gilt. In Antioche sollten wir uns mal stationieren mit den Jungs. Hier ist auch die Hölle los. Palmyra und Tyros hole ich mir. Palmyra als letztes. Weil mit denen haben wir ja keinen Streit momentan. Ich denke aber, die Nabatäer werden sowieso bald ankommen. Und Ärger machen. Ich werde auch hier einfach mal die Jungs erhöhen. Hauptsache, wir haben ein bisschen Verteidigung. Auch hier die Mauern. Dann können wir uns ja besser verteidigen. Kostet zwar immer ein bisschen Ordnung, die Geschichte, aber wir sind bei der Verteidigung einfach besser, wenn man da ein bisschen was investiert. So, da bewegen sie sich alle. Schön, sieht's aus. 1, 2, 3, müssen sogar 4 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Ne, es sind bloß 3. Reicht aber auch. Da kommen die nächsten Römer. Die gehen mir ja auf den Senkel. Ich weiß gar nicht, was denen einfällt. Ägypten ist dran. Kehrt zu eurem Volk zurück und bereitet es auf den Tod vor. Das die wollten doch Frieden, jetzt kommen die wieder mit Krieg. Aloch. Er wollte doch erst Frieden noch vor 2 Runden, also das verstehe ich jetzt auch wieder nicht. Hab mich noch gefreut. Königlich Skythien. Wo sind denn die? Ablehnen, beendet Bündnis. Ich brauche keinen Krieg. Ich habe meine eigenen Kriege und keiner hilft. Oder? Wie viel Hilfe haben wir denn in unseren Kriegen gehabt bisher? 0. Ich bin doch wieder am Ende der Galagmaiette da, weil ich jedem helfe. Ich habe 5 Ecken, wo der Bär brummt, brennt. Der Baum spaltet sich. Nee, oder? Also wir haben einen tiefen Osten da hinten mit den Elefantenboys. Die sind richtig aggro. Hier vorne natürlich mit den Nabatäern. Da bin ich auf dem Weg jetzt dorthin, da oben, Rom und auch bei aller Liebe, ich habe keine Ahnung, wie loyal jetzt da die Cherusker bzw. diese germanische Konföderation wirklich ist, weil das scheint so, als ob das ein Zusammenschluss ist aus den Cheruskern und den Sueben. Und am Ende kommen die mir auch wieder, also wie gesagt, Rom und die Sueben da oben, also so nicht. Ich helfe jetzt da erstmal nicht mehr. So, müssen wir mal aufpassen. Sabotieren ist nicht so schlimm, Umsturz nicht so schlimm. Fraktion schließt sich euren Feinden an. Atropatene, die Fraktion hat ein Bündnis mit euren Feinden geschlossen. Die stellt für euch eine Bedrohung dar und stärkt euren Feind. Störung, natürlicher Tod, Elendsviertel. Die Pflicht ruft. Wen nehmen wir denn da? Wir hatten was drauf auf dem Kasten hier. Keiner, ne? Okay. Wo sind denn die Hammer des Hephaistos? Ah. Ja, die bauen sich ja gerade ein bisschen selber aus. Umsturzversuch, Baubericht, Eigenschaft und Quartiermeister. Jo, da wird fleißig gebaut. Sehr schön. Sabotage. Ermutigte Bevölkerung. Versuchte Störung. Okay. Passt soweit.
Was den Römern einfällt, weiß ich auch nicht. Drehen voll am Rad. Haben wir mit denen nicht Krieg hier mit den Boys? Rebellenarmee. Kommandant! Können wir? Wir probieren es mal. Wenn sie schon so anbietet. Ich erwarte eure Befehle. Nimm es doch gerne mit, oder? Nahrung gibt's hier denn? Das fehlt uns ja sowieso am meisten. Nahrung. So, und hier habe ich gesagt, Musterungsfeld. Alles klar. Sehr schön. Haben wir es doch. Gut. Da sind unsere Jungs wieder. Die gehen zurück nach Medlan. Von dort aus können wir uns auch weiter bewegen. Ne? Können wir ja auch theoretisch hier nach Genua gehen. So, die Armee ist ja noch fleißig am Ausbauen. Ich erwarte eure Befehle. Für die überlege ich mir dann noch ein Ziel. Wie sieht es hier oben aus? Gut, soweit. Die sind angekommen. Aber ausbauen können wir sie nur so. Die brauchen mal ein paar Spartaner hier. Und ein paar Pferde. Sehr schön. Wie sieht es mit den Jungs aus? Kommandant! Die haben Spartaner, aber auch keine Pferde. Komm, kämpft mit uns! 1, 2, 3, 4, 5. So. Bogenschützen kommen ja demnächst. Okay. Das passt, das passt. Wo wollen die hin? Von Vesontio nach nirgendwo, ne? Ja, die wollten wir ja hier lassen, um zu gucken, was hier passiert. Genau. Genauso wie die Jungs. Und die haben wir ja drei Armeen hier oben direkt mit Zugriff. Und die vierte ist hier unten. Und oben ist 5 und 6. Hier ist 7, die schicke ich in den Osten. Genauso wie die anderen drei. Und dann ist nur noch er hier alleine. Ich erwarte eure Befehle. Und wartet auf seinen Tod. So könnte man es meinen, ne? Okay. Kurz schauen, ob wir was ausbilden dürfen. Die Brüder. Eroberer, natürlich. Der Eroberer ist doch klasse. Und durch. Letzte Runde für heute. Das wird spannend. Ah, wir sind unterwegs. Langsam haben wir auch richtige Streitkräfte, die man mal so irgendwo hinschieben können. Finde ich ganz gut jetzt, wie es läuft. Bin ganz zuversichtlich momentan, dass wir da was Erfolgreiches fabrizieren in den nächsten vielleicht 5-6 Runden. Was die Römer davor haben, keine Ahnung. Aber ich gehe mit meiner einen Einheit wieder zurück nach Rom. Warum wir mit den Ägyptern noch Streit haben, weiß ich auch nicht. Muss ich auch mal nachfragen, ob die vielleicht Frieden wollen. Trabzon ist nicht mehr unser Verbündeter. Aber man kann es auch nicht allen recht machen, ne? Das ist halt leider so. Da kommen sie ja. Oh, die sind auch ruhig geblieben, die Elefantenboys. Das ist gut. Gibt uns mal ein bisschen Zeit. Was ist denn da in Charax los? Sklaven? In Charax? Oh Gott. Geht doch gar nicht. Mesopotamien ist total top. Aber hier die Napsen. Die kommen wieder. Die Aalöcher. Alles kaputt. Guck. Zack, zack. Wie die aus einmal aus ihrem Loch gekrochen kommen, ne? Hier. Ich weiß gar nicht warum, was denen einfällt. Also wie die denn auf die Idee gekommen sind jetzt. Mensch, Sparta. Scheißen wir die mal ein bisschen an, oder? Gar nicht. Umsturz, sabotieren, Feind verwundet, Rang erhöht. Erstmal gucken, ob was da in Charax los ist. Wer ist das? Wer ist das?
Ne, das sind unsere Freunde. Ah, cool. Italia. Motivierte Bevölkerung. Thrakien. Unzufriedene Bevölkerung in Kamanien. Spartanische. Wow, jetzt geht's aber echt vorwärts. Charaktereigenschaften. Ohne Ende. Okay. Fraktion vernichtet. Arakosien. Wer war denn Arakosien? Hat mir da auch mal was zu tun mit denen, ne? Krass. Okay. Arakosien? War das Trapsund jetzt, die jetzt zerstört haben? Könnte sein. Nepatien? Arakosien? Das hier war doch Arakosien. Ne, Atropatene war das. Wo war denn Arakosien? Hab ich ganz vergessen. Okay, die Römer haben erobert, sehe ich gerade. Die haben Limonum zu sich zurückgeholt. Spannend, würde ich mal sagen. Was haben sie vor? Ich könnte nicht abwarten, bis sie angreifen. Hier, da sind sie doch. Da sind sie doch, die Römer. Vergiss es. Ich bin Rom. Mein Freund, ich bin Rom. Fehlt uns für Italien nur noch die Geschichte. Sehr schön. Mal ein bisschen Handel treiben hier. Gucken, was sie vorhaben, die Römer. Da sind zwei Armeen von denen. Da unten ist noch eine. Vulcania. Müssen wir ein bisschen abchecken, wo die überall rumhängen. Wir haben doch hier einen... Da ist eine. Da ist eine große. Boah, ist alles voll hier mit denen. Alles römisch verseucht. Okay. Ich darf jetzt nicht vergessen, wen ich alles hierher geordert habe. Die sind fertig nächste Runde. Die brauchen dann noch. Wir brauchen noch das Musterungsfeld. Meisterschießstand. Brauche ich doch gar nicht. Hier. Das muss aufgebaut werden. Da kann ich den Musterungsschießstand hinmachen. Ah, wie sieht es denn eigentlich mit unseren Jungs hier aus? Auch noch eine Runde, da sind die auch fertig. Ist die Frage, wo ich die hinschicke. Schicke ich die auch in den Osten? Dauert halt noch ein, zwei Runden, bis wir im Osten was haben, ne? Leider. Um wirklich voll. Oh, ist alles im Arsch. Also komplett zerstört hier, ey. Es ist ein krankes Volk. Ist das ein krankes Pack, ey? Hm. Wir müssen abwarten. Was passiert? Wie sieht's denn hier aus? Das sind unsere Freunde. Vielleicht können wir ja mal auf der Karte ein strategisches Ziel ausrufen. Oh, Baktrien geht ja ab. Da wird wahrscheinlich Arakosien dabei gewesen sein. Können wir nicht ein strategisches Ziel ausrufen? Diplomatischer Status, öffentliche Ordnung. Nee, anscheinend nicht. Jetzt haben sie nur noch Orea, die Elefantenboys. Baktrien, können wir da nicht mal ein bisschen mit denen verhandeln? Weil die sind ja auch recht groß. Guck mal, die sind auch freundlich gesinnt. Tolles Volk. Ich warte mit Spannung auf eure Botschaft, die zweifellos von der Weisheit Athenes selbst inspiriert ist. Wozu das Geld, ne? Wir Griechen sind Realisten und nehmen dieses Abkommen an. Das sind ja auch selbst Griechen? Wenn es unseren Stolz verletzt. Ajo, hellenisch. Super geil. Da haben wir jetzt richtige Freunde gefunden. Klasse. Kommt uns nochmal entgegen hier. Wir haben noch Freunde auf dieser Welt. Die sitzen wie so letzt wie die letzten. Guck mal, alleine hier. Müsste ich mir eigentlich holen, ne? Dann später. Können wir ja machen. Wer ist ein Friesi? Friesi. Seid gegrüßt,
Ich hoffe, ihr kommt. Bitte schön, Fisi. Wen haben wir denn noch hier? Wen haben wir denn noch hier so rum? Persien. Na, lieber nicht. Rom. Kommt und sprecht. Der Senat wird sich das, was ich höre, durch den Kopf gehen lassen. Doch ihr müsst ohne Zögern sprechen. Handelsabkommen. Wollt ihr nicht? Ihr mögt euch an Feilschen erfreuen, wie ein... Ja, Rugia. Es bringt mir nichts, den Tag mit euch zu vergeuden. Eure Rede sollte mir lieber gefallen. Zahlung anbieten. Was haben wir denn noch übrig? Nicht mehr viel. Na? Denk. Oh, wir müssen mit... Hier haben wir ja Handel. Haben wir ja. Wie sieht's denn aus? Feindlich? Gesamt? Frühere Abkommen mit soeben? Militäraktionen gegen Arakosien. Militäraktionen gegen soeben. Unerlaubtes Betreten gegen germanische. Vergangener Krieg mit soeben. Okay, ein paar Sachen werden wahrscheinlich runtergehen. Abkommen mit Arakosien, mit Icena. Kulturelle Abneigung. Es wird nochmal richtig hässlich, glaube ich, da. Mit den Boys. Gut, Leute. Wir sehen uns morgen. Nächste Folge. Bis dann. Ciao, ciao.